Und der Mensch kann eben nicht so super gut in auf dem anderen ganz gerecht oder ganz ethisch kantianisch leben. Das ist nicht in unserer Natur. Wir haben irgendwo immer den Drang, für Recht zu kriegen, für mehr zu haben, für sich eben seinen Besitz zu sichern. Aber es ist einfach nicht, dass man nicht irgendwo aber auch spüren, dass wir irgendwie als müssen aber Kader gehen, irgendwelche Regeln muss gehen, dass wir können zusammen leben. Wir probieren ja Gesetze zu schaffen, die gerecht sind. Wir probieren ja den Nächsten zu lieben und so weiter. Mir klappt einfach nicht immer so gut. Und aber als das zum Beispiel die Idee von dem Weltbürgertum, von dem, dass jeder darin, dass nämlich Recht hat, ihn zu sehen, so wie ich, das ist ein unrealisierbar utopische Idee, ja. Mit das aber ein regulativ Idee, und dem wir als nur die wir, die darüber nachdenken können, als Handeln aber ausrichten können. Und da geht man aber immer um Hoffnung, besonders an einer so chaotischen Zeit wie nur, wo die Bedrohungen von längst vor jetzt kommen, können wir uns freuen, was könnte uns als Menschheit halen. Und der Merleau-Ponty sagt ganz schön, wir sind immer absolut individuell und aber auch absolut am Kollektiv. Aber das, und auch von den anderen mal fremd aus, und ich mir selber oft am nächsten sind, spüren ich aber, dass uns ein Band verbindet, und das ist der Band von der Menschheit, weil wir gehören alle zu dem Club von der Menschheit. Das war nur paraphrasiert. Mhm.